Tut's ja schon. Ach, okay, du hast schon ausprobiert. Warum soll es nicht funktionieren? Weiß ich auch nicht. Stealth Labs. Funktionieren wie halbe Blöcke. Und die Viertelblöcke? Ja, halbe Blöcke. Exakte halbe Blöcke. So, hier. Darf man nicht doppelt klicken, weil sonst hat man einen ganzen Block. Mhm. Lass mal die Hälfte wieder abbauen. Zwei übereinander gelegte Slabs ergeben einen ganzen Steinblock. Ja, das ist das Prinzip davon. Das sind die halbe Blöcke. Und dann baut auch mal beide mit ab. Und sonst so? Joa. Muss nicht halt, viel. Ne? Doch schon sehr viel, aber ja. Viel Privates. Privater Scheiß. Prof. Raschelt. Ja. Ja, das tue ich. Und klappert. Bimmel, Rabammel, Kaboom. Ja, worüber kann man denn reden? Alles! Nee. Nicht live in einem Stream. Gibt's Sachen, über die man... Eure Top 10 der beliebtesten Geschlechtskrankheiten, was? Top 10 der beliebtesten Geschlechtskrankheiten? Ich glaube, Herpes ist auf der 1. Ja, kann man schon ausgehen. Und was mit AIDS? Ist nicht so beliebt, glaube ich. Dafür haben es aber verdammt viele. Platz 2, Kinder. Nee, die mag keiner. Nee. Das ist noch hinter AIDS. Stimmt. Koks und Nutten. Hui, hui, hui. Prof, Koks und Nutten. Immer gut, immer, immer gut. Muss gibt aber das gutes Koks und gute Nutten sein. Kann man auch kann einfach die Nutte mit Koks füllen? Bestimmt. Lässt sich bestimmt einrichten. Vollgekokste Nutte. Lecker. Geht auch. Ja. Ja, gut. Ja, genau. So und nicht anders. Ich wollte gerade eine Überleitung. Machen, in meinem Kopf war es gut, aber dann habe ich es ja nochmal in meinem Kopf überlegt und dann lasse ich sie jetzt lieber. Beim zweimal drüber nachdenken, ist es vielleicht doch keine so gute Überleitung. Was, denn wolltest du über Kinderarbeit reden oder was? Nö.
Ach ja, Kinderarbeit. Dann tun die eben auch mal endlich was für ihr Taschengeld. Mhm. Finde ich auch. Sollte ja, schwierig diese Themen. Schwierig diese Themen momentan. Nee. Tja. Wieso momentan? Ich weiß nicht. Gestern wären die Themen noch komplett unproblematisch gewesen. Ja, genau. Ich weiß nicht. Eo, eo. Ups. Es ist halt auch wirklich so, ja, manche Sachen kann man halt im Stream nicht besprechen. Das ist halt. Ich hätte schon einiges mit denen, ich könnte stundenlang mit euch über Sachen sprechen. Das ist halt. Ja. Ist halt einfach so. Tja, so ist das Leben. Hart und grausam. Es sind halt manchmal Sachen, das ist die halt, ja, bei aller Liebe, weil das ist die halt die Öffentlichkeit, die Zuschauer nichts angeht. Und das werde ich auch nicht, das werde ich auch nicht erzählen. Nur dann. Hm. Ja, nicht, dass du wieder verklagt wirst. Das werde ich sowieso früher oder später. Au. Ach, das Leben, also. Das Leben wäre doch langweilig. Man. Das Leben wäre doch nicht langweilig, wenn man nicht einmal im Leben irgendwo für verklagt worden wäre. Das muss man doch auch immer erlebt haben. Ja. Das ist doch auch. Früher oder später. Ich hoffe eher, dass es später ist, dass es irgendwann, dass es mal. Dann bin du ich bist wahrscheinlich 95 verklagt. Irgendwann, wenn ich mir mal einen Anwalt leisten kann, das wäre vielleicht mal ganz gut, dann ja, aber. Jetzt. Ach was, verteidige dich selbst, dann haben wenigstens die Leute im Gerichtssaal was zu lachen. Ja. Darf man das in Deutschland überhaupt? Nee, du kriegst einen Pflichtverteidiger. Oh. Einer der Azubis. Spielverderber. Einen der Azubis kriegst du. Ich glaube, die haben da nicht direkt Azubis bei Verteidigern. Das sind ja. Nämlich eher Studenten. Ja, aber ich glaube eher, dass du die Leute kriegst, die auch dazu gezwungen sind, irgendwelche Massenmörder und Serienkiller und so weiter zu verteidigen. Ja. Die alles zugegeben haben, also die den schlechtesten Job überhaupt haben. Tja. Ein Skelett. Wie schön. Ach, die Zeugen Jehovas schon wieder vor meiner Tür. Das hatten wir doch schon. Nein, das waren Creeper. Ne, das waren die Skelette. Skelette sind bei mir immer, das ist bei mir magisch. Was waren dann Creeper? Keine Ahnung. Also bei Gronk sind es immer die Vertreter, die. Staubsauger Vertreter von Vorwerk. Ja. Ich habe nicht nee, nur ein einziges nee, ich glaub, Mal Staubsaugervertreter jemals gesehen. Nee, ich glaube beim Gronkh. Ich auch in dieser einen Doku. Ich glaube beim Gronkh. Nee, im echten Leben meine ich. Ach so? Ich wusste gar nicht, dass es die wirklich gibt. Ja, die standen da an. Wo standen die da? Ja, irgend so ein. Boah, fuck, wo war das? Waren halt so Vertreter von Kobold. Wie viel hast du gekauft? Nicht einen einzigen. Sie haben mich nicht angesprochen. Ich bin direkt einfach vorbeigegangen und habe sie ignoriert. Dann waren es keine Fick, sollte ich. Tja. Die haben sich nur die Beine vertreten. Tja. Bei Gronkh, nee, bei Gronkh, also bei Gronkh waren es nicht Vertreter, sondern hier die Steuerbehörde. Ah, das Finanzamt. Das Finanzamt, ja genau. Finanzamtvertreter. Von jedem, der nicht selbstständig ist. Aha. Habe ich noch nicht viel Erfahrung gemacht. Ja, nicht. Oh, hier ist cool. Ich muss irgendwann vielleicht mal anfangen mit Steuererklärung. Was, du zahlst Steuern? Nee, er wohnt doch in Dubai. Nicht.
Ja, ist ein ganz tolles Land. Bin mir nicht sicher, zahle ich Steuern? Also ich würde sagen. Natürlich zahle ich noch, Steuern. Da ich noch nicht. Steuererklärung ist die einzige, bloß die Möglichkeit, Steuern wieder zurückzubekommen. Ja. Ich war der Steuern Meinung. Steuern zahlst du so oder so. Ich war der Meinung, dass da ich in der Ausbildung bin und bisher noch nicht wirklich Geld verdient habe. Dann zahlst du auch Steuern in der Ausbildung. Du zahlst doch alles Geld. So, Geld. Ja. Du zahlst doch alles Geld, ja. Steuern. Ja, selbst wenn du ein Brötchen mal Bäcker holst, ist da normalerweise Mehrwertsteuer mit drin. Oder sowas. So, Balkon wäre auch einer dran am Haus. Hast du nicht schon einen? Jetzt habe ich noch einen. Aha. Ein Zusatzbalkon. Können wir wieder ein Pferd draufstellen. Dass ich dann wieder runterbamseln lasse. Noch ein Pferd, was ich dann vom Balkon bamseln lassen kann. Ja, bei mir hängt nur noch ein Huhn dran. Bock a bock. Ja. Wobei, wenn ich ein bisschen Schleim habe, kann ich mir auch ein Pferd besorgen wieder. Ah ja. Freust dich schon auf Pokémon die vierte Generation Remake. Strahlender Diamant. Ich meine nicht Arceus, sondern. Ich hoffe immer noch, dass sie vorher zumindest irgendwas dazu sagen, dass sie eine bessere Konsole rausbringen dafür. Tun sie nicht. Haben doch gerade erst gesagt, dass sie nicht planen, eine Konsole rauszubringen. Die Switch Pro, die wird noch eine Weile brauchen. Die wird wahrscheinlich niemals kommen. Doch schon, aber. Aber schon irgendwann, aber. Nee, nicht in den nächsten Jahren. Neues machen, wahrscheinlich mit 3 Bildschirmen oder so. Nicht in den nächsten Jahren. Das ist geht halt in auch echt, 3 Jahre. Ich erzähle halt so mein spontaner Tipp. Ich sag mindestens, die ziehen das noch mindestens 5-6 Jahre durch mit der Switch. Weil du ja bist. Molly, weil du ja bisher immer recht hattest bei sowas. Immer wenn wir irgendwo drüber geredet hast und haben uns halt du irgendwas. Morgen kommen sie dann jetzt um die Ecke. Ach nee, haben uns doch überlegt, ihr habt eine neue Konsole. Ja, das genau, deshalb sage ich's doch. Ich glaube, das war vielleicht beim Pokémon 4. Generation Remake, war das auch bei Pokémon Diamant Remake. Wo ich gesagt habe, ja, das steht eigentlich schon fest, dass das kommt, wo du felsenfest behauptet hast, nee, die machen nur wieder irgendwas, es wird eine riesige Enttäuschung, die machen wieder irgendwie eine. Es war klar, dass das kommt. Aber das trotzdem behauptet, dass es nicht. Das ist ein Witz, wenn er dir ins Gesicht springt. Nein, tut er nicht. Das weißt du doch. Ja, ganz ehrlich, es ist doch innerhalb von der, zumindest Twitter-Community von Pokémon schon seit Jahren, so immer wenn es heißt, irgendein Remake kommt, worauf jeder wartet. Nein, das kommt nicht. Die machen nie irgendwas für ihre Fans. Das ist doch der Witz daran. Deshalb sagt man sowas doch. Unlustiger Witz. Du bist auch mehr so auf dem Deine-Mutter-Niveau, oder? Ja. Dieser scheiß Faden. Und lass jetzt hier erstmal liegen. So, nu. Jetzt würde ich die Decke wollte ich noch machen. Dann mach mal. Und wie es aussieht, die Wand auch noch. Und kommt wahrscheinlich auch noch dran. Schön finde ich. In Kirikos hat den Fortschritt allerbeste Freunde erzählt. Oh. Hundi. Mit wem bist du allerbeste Freunde? Hundi.
Du hättest doch einfach einen von mir nehmen können. Kann man die über Spiele übertragen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Nein, kann man nicht. Ja eben, wie soll ich denn einen von dir nehmen? Du hättest... Ich weiß nicht, ob man einen nehmen kann, wenn man die Hunde von einem anderen züchtet. Ich hätte nämlich zwei hier. Ja und? Ich habe hier einen schon seit 2 Wochen im Gehege stehen gehabt. Und das ist den Erfolg gekriegt. Ich hab stimmt. Mal endlich die Knochen da. Ach stimmt, der hat ja deine Schafe gerissen. Ja, klingt nach einem fairen Tausch. Weil wir könnten es eigentlich mal ausprobieren, wenn einer von euch mal die 2 Hunde bei mir oben... Nö, die beißen nur. Ich stecke ihm Knochen hinten rein. Oh, ein Zeug Jehovas schon wieder. Wahrscheinlich derselbe wie vorhin. Ist es immer derselbe? Oh, ich habe sogar 3 Hunde. Das klingt pervers. Na komm, ein Brenner. Perverse Hundedreier. Brenner. Ich besitze 3 Hunde. Ja. Besser? Zeit, sie alle miteinander zu paaren. Auf einmal. Ich glaube, die sind schon alle miteinander verwandt. Ach, ich wollte was trinken. Ah, da ist der Hundi. Hundi streicheln. Ich hab 5 Knochen dabei. Ringen mit dem Hund? Könnte ich ja mal versuchen, den zu zähmen. Mit dem Hund. Hör auf, ihn zu schlagen. Na, jetzt folgt er mir. PvP an und schlag dich. Ich hab ihn gezähmt, jetzt folgt er mir. Er folgt dir, um dich zu töten. Was ich doch sehr amüsant finde. Ja. Mhm. Jupp, nee, ich hab ihn gezähmt. Haben ausgesperrt, der steht vor der Tür. Soll ich deine Tür kaputt zu machen? Mhm. Soll mein Auto dazukommen? Nö, lass mal. Oh. Oh, hier ist ein Zombie-Dings. Aus Nether. Ja, ich hab dir gesagt, irgendwer hat die Tür aufgelassen. Ich muss erstmal Stein brennen. Bevor ich den. Ja. Dann brenn mal schön. Ich brenn mal schön Stein bei dir. Warum bei mir? Weil das neben der Schneidemaschine steht. Ich sollte auch dringend mal einen Schmelzofen und einen Smoker machen. Oh, Goldklumpen. Ah ja. Hey, Mordi. Ja. Ich hatte hier doch noch. Okay. Ich brauche viele Steinstufen. Scheint wohl so. Ja, ja. So sagt es die Legende. Ansonsten spiele ich, glaube morgen wieder. Oder wie sieht es in meinem Zeitplan aus auf Twitch? Ich weiß es nicht. Ich kann es ja gerade mal selbst nachgucken. Wäre gerade nicht so schlecht.
da mal nachzugucken. Okay. Schauen wir mal. Ja, genau. Morgen wird bei mir wieder Pillars of Earth gestreamt. Die Säulen der Erde. Da habe ich gerade ein bisschen viel Spaß dran. Oh ja. Ist nicht schlecht. Ist kein schlechtes Game. Ich zock nachher wahrscheinlich wieder Summer in Mara weiter. Ja, und Inner World läuft gerade bei mir als Stream-Aufzeichnung. Parallel zu Minecraft. Ja. Wie hieß das? Minute of Islands und. Ja, ist kein sehr langes Spiel, aber trotzdem schön gemacht. Was, Minute of Islands oder? Ja, das ist. Ich habe 4,5 Stunden gebraucht insgesamt. Okay. Oh, das heißt, er wird wahrscheinlich so um die 10 brauchen. Ja. Das Ding hat keine wirklich schweren Puzzles. Ich sagte, er wird so um die 10 brauchen. Ich habe schon damit gerechnet, dass die nicht schwer sind. Am 1-2 Wochen werde ich dann wahrscheinlich damit noch brauchen. Mhm. Ganz ehrlich, wie lange hattest du in der Demo nochmal gebraucht für diesen einen ersten Sprung? Eine halbe Stunde? Keine Ahnung. Was für ein erster Sprung? Ja, wo du an diesen Dingern vorbei musstest. Ich weiß nicht, ob wir von dem gleichen Spiel reden. Ja doch, Minute of Islands. Keine Ahnung. Es fehlt jede Menge Schlepps. Ach egal. Da ist Lastbender drin. Und er müllt mir die Hütte zu. Natürlich tut er das. So muss das. Nicht. Eigentlich nicht, nee. Den Vermieter würde ich schon rausschmeißen. Kopfkratz. Ich muss die Steps anbringen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit dem Keller. Hübsche Steps und eine Laterne dran. Ist die Frage, ob ich dann noch in die Steps noch eine Laterne anbringen kann. Wahrscheinlich nicht. Bestimmt. Nein. Nicht? Nee, niemals. Dann bringen wir es an der Wand an. Vielleicht kommt ja eh eine Glasdecke dazwischen. Da muss aber der Teppich an einer bestimmten Stelle weg. Müssen wir mal gucken. Und wie gefällt dir Summer Mara bisher? Oh ja, ist cute. Wenn du das Ende erreicht hast, sag mir mal, ob es bei dir ging. Bei mir hat das verbuggt. Bei mir war ich dann. Ich konnte das Ende nicht spielen. Bin ich auf einer Insel festgebuggt und dann. Ja. Muss den Weg zu draus machen aus dem letzten Part. Weil es absolut nicht weiterging. Hast also einfach aufs Ende reacted. Hast du versucht, den vorigen Speicherstand zu laden? Ja, habe ich. Mehrfach. Aber es ist halt einfach. Tja, passiert. Ja. Ist nicht schön, aber es ist halt. Wann hast du es gespielt? Direkt kurz nach Release oder? Da fragst du mich was. Ist schon welchen her. Kennst du auf meinem Kanal? Rausgekommen ist, glaube ich, irgendwo 2020. Dann werde ich es wahrscheinlich 2020 gespielt haben. Schau mal auf meinem Kanal, da kannst du es nachgucken. Da gibt es eine Playlist. Ich habe es komplett als Let's Play gespielt. Da müsstest du ja sehen, wo ich.
Müsste unter Indie. Müsste unter Indie sein. Ich hab's schon gefunden. Und Teil 1 kam am 23.06. Und rausgekommen ist das Spiel Summer in am 23.06. wahrscheinlich. Was haben wir da? Nee. Am 16.06. Ah, okay. Also kurz nach Release. Du hast kurz nach Release angefangen und hab eine Weile für gebraucht. Das Ende, was du verhauen hast, was nicht funktioniert hat, war 4 Monate später. Hochgeladen jedenfalls. Ich weiß nicht, wie ja. stark du im Stück es durchgespielt hast. Ich glaube, das war kein Stream-Projekt. Soweit ich weiß. War's nicht. War's nicht, dann. Da bin ich bei sowas. Also am Stück spiele ich sowas nie, aber schon so eine Stunde am Stück und dann. Ich muss mal. Hier ist das Spiel. Der Pony Dooms, den muss man demnächst wieder aufnehmen. Weil da kommen, das wird gerade hochgeladen auf YouTube, die Vorproduktionsparts davon. Noch geht's, also bis Anfang August geht's noch, aber da muss dann wieder. Muss mal wieder Nachschub liefern. Sonst wird's knapp. Normalerweise hab ich die Projekte eigentlich, bevor ich so. Solche Projekte, also Deponia bisher sowieso immer. Ich hab's immer gerne abgeschlossen, bevor ich den ersten Part hochlade. Also ich hab dann erstmal halt die Gewissheit, dass das halt wirklich kommt. So. Im Kellerraum. Was machen wir jetzt damit? Jetzt brauchen wir hier laut Anleitung ein rotes Bett. Noch ein Bett. Und das sieht nach grünem Beton aus. Das Wichtigste ist erstmal 20 Holz, 20 Baumstamm. Ja. 12 Holz. 16 Stufen. Das sieht mir wieder nach Steps aus. Nee, das müssen wieder Falltüren sein. Eine Werkbank, 6 Kisten schon wieder. Ich hab das Haus voller Kisten. 6 Öfen. Das wird ein großer Keller. 12 Knöpfe, wozu auch immer. 12 Steintreppen, 12 andere Steintreppen. 64 Bruchsteine habe ich auf jeden Fall. Daran mangelt es nicht. 64 gebrannte und 32 Ziegeln. Das ist so sehr. Das kann ich bestimmt bei dir herstellen. Das werden wir sehen, ob die Ziegel. Ich meine die Ziegel. Ich meine das da gesehen zu haben. Aufs Räuspern klingt immer verdammt seltsam. Ja. Und den Berg habe ich angepasst. Das habe ich auch Screen gemacht. Weil ich hinten ein bisschen geterraformt. Dass das halbwegs hübsch aussieht. So, was können wir denn hier machen? Nee, das können wir nicht. Aus dem Gebrannten können wir bestimmt irgendwas. Hier sind Villager? Nee, das ist nur der Prof. Steinziegel, genau das brauche ich. Ich weiß nicht. In einem Villager kann man einen Job andrehen, den Villager kann man versklaven. Ja, kannst du bei ihm auch. Was kann man mit Prof machen? Ihm Job andrehen und ihn versklaven, theoretisch.
Da müsst ihr mir erstmal einen Job finden, der besser ist als mein aktueller. Wer sagt davon, dass er besser ist als dein aktueller? Wir redeten von Versklaven. Job finden und dann versklaven, da habt ihr schon die Reihenfolge falsch. 24 Bruchstein habe ich dabei. Hier explodiert gleich irgendwo ein Creeper. Wahrscheinlich bei dir, wenn du es hörst. Ja. Gut nur, dass ich in deiner Hütte bin. So. 32 Steinziegel habe ich. Bruchstein habe ich zu Genüge. 64 gebrannter Stein. Da habe ich jetzt 8. Na dann. Ich nehme hier mal ein bisschen Kohle mit. Oh, da war der Creeper.